In der Leber gibt es ganz häufig die Fettleber. Je älter wir werden, desto häufiger ist die. Oberbauchsonographie machen wir häufig bei Menschen, die sich vorstellen, weil sie Beschwerden haben. Druckgefühl im Oberbauch, manchmal auch typische Beschwerden wie rechtsseitige Oberbauchschmerzen oder Unwohlsein nach dem Essen. Das sind Dinge, die häufig als Fragestellungen auftreten. Wir schauen uns im Ultraschall die Organe an. Da sind einmal wichtig zu wissen die Oberbauchorgane, Bauchspeicheldrüse, Leber, Galle, die Nieren, die Milz. Man kann auch noch den Darm anschauen. Das ist sicherlich ein bisschen schwieriger, aber auch das ist möglich. Im Unterbauch gibt es noch die Blase und pathologische Befunde wie zum Beispiel Bauchwasser wird dort häufig gesehen. Die Organe einzeln betrachtet, kann man zum Beispiel in der Bauchspeicheldrüse Tumore entdecken oder auch Entzündungen. Das macht spezifische Bilder. In der Leber gibt es ganz häufig die Fettleber. Je älter wir werden, desto häufiger ist die. Dann gibt es natürlich noch andere Veränderungen wie die Leberzirrhose oder Herdbefunde in der Leber, die dann weiter geklärt werden müssen. Die Gallenblase zum Beispiel hat häufig Steine. Diese Steine machen auch manchmal Beschwerden. Manchmal machen sie auch eine Entzündung der Gallenblase. Es gibt auch Probleme, da hauen die Gallensteine sozusagen ab und stecken dann im Gallengang fest. Auch das kann man mit Ultraschall sehen. Und dann zum Beispiel noch die Nieren, wenn man die betrachtet, auch da gibt es die Frage, ist die Niere entzündet, hat die Niere einen Stau, steckt ein Stein darin? Und diese Dinge kann man sehr gut mit Ultraschall klären.